gelesen. Mhm. Weißt du, ob ich das kann? Ich würde es halt lieber aufgeschrieben haben. Ich lese es, glaube ich, trotzdem mal vor. Das sind Ausschnitte aus dem Songtext. Ich tausche Schmerzen gegen Licht. Es hat alles hell erleuchtet und strahlt mir über das Gesicht. Mit den Worten ging der Inhalt. Erst als ich schwieg. Ach, ein Aufruf, Herr Stoll. Herr Stoll, bitte geben uns die Informationen, in die Wandhalle zu kommen. Frau Christine Webb-Freiburg wartet dort. Ich will den Hinweis. Ein Ausruf, Herr Steuel. Herr Steuel wird gebeten, zur DB-Information in die Wandhalle zu kommen. Frau Christine Westphal wartet dort. Erst als ich schwieg, kam er zurück. Und der Abend führt den Schatten hinter das Licht. Und mein Mund füllt sich mit Schweigen, wenn er spricht. Und alles biegt sich sanft, bevor es zerbricht. Stille und Stillstand ist, glaube ich, beides für mich ein Freiraum, in dem Neues entstehen kann. Und vor dem irgendwas anderes zu Ende gegangen ist. Und ich habe es, wenn solche Fragen gestellt, oder wenn ich selber solche Fragen gestellt habe, so ähnlich, habe ich es. War ich immer ein bisschen enttäuscht, wenn Menschen so unkonkret geantwortet haben. Ich muss feststellen, die Antwort ist selber so unkonkret. Ein konkreter Moment in diesem Jahr war, als ich zurückgekehrt bin nach Skagen. Ich bin die ganze Nacht durchgefahren mit dem Zug. Und es war ganz durcheinander und an den Bahnhöfen konnte man sich nicht ausruhen, weil es standen keine Bänke da und man konnte nicht schlafen, weil ganz laut Musik gespielt worden ist, damit da keine obdachlosen Menschen schlafen. Und dann bin ich irgendwann in den Morgenstunden in Skagen angekommen, bin zum Strand gelaufen, kurz ins Wasser gegangen, meinen Schlafsack ausgerollt und mich dahin gelegt und mehrere Stunden geschlafen. Und es war ganz still und ich war angekommen und ganz ruhig. Glaube ich, Moment, der meine Sehnsucht danach sehr gut beschreibt. Wenn man Stille und Stillstand als was Positives wahrnimmt, als was Kraftgebendes, selbst wenn im Moment gar nicht so viel passiert.
Stille. Also ich hatte einmal ein Erlebnis der absoluten Stille und das war echt magisch. Und zwar war das im Finnlandurlaub. Da, das war, glaube ich, schon so Dämmerung und die Sonne ist untergegangen. Und dann war ich in der Sauna und dann bin ich rausgegangen und dann war ich im See, um mich abzukühlen. Und es war einfach, als ob alle Vögel haben auf einmal geschwiegen. Es war kein Wind, es war einfach wirklich absolute Stille. Man hat nichts gehört und das war echt mal so ein richtig magischer Moment. Weil hier ist es ja eher so, dass immer, ja wie gesagt, immer die Wellen rauschen und die Vögel zwitschern, was wiederum auch schön ist. Absolut. Das ist mir ganz stark aufgefallen. Ich war in Chisi und bin dort 3 Tage in Stille gegangen, das heißt in ein Kloster, und habe dort 3 Tage geschwiegen und auch alle Leute dort haben geschwiegen. Und da fiel mir erstmal auf, wie laut die Welt doch ist. Weil man konnte die Welt viel stärker hören, ist irgendwie natürlich die Natur viel intensiver wahrgenommen und die Geräusche der Vögel oder seine eigenen Geräusche eben. Das seinen eigenen Herzschlag gehört hat, seine Atmung und seine Schritte. Und dadurch aber, dass man selbst geschwiegen hat, dass man ihm nichts hinzugefügt hat, konnte man sehr gut zu einer inneren Stille gelangen, die so eine Grundhaltung war, dass man irgendwie so ein fast durchsichtiges Weiß, so alles von der Welt einfach in sich aufgenommen hat, ohne dem irgendwas ja, hinzuzufügen, und dadurch eben selbst auch geruht hat in gewisser Weise, vielleicht auch dem Stillstand sehr nahe war, aber eben für sich in sich selbst sehr still war. Und
Ich glaube, das ist tatsächlich ganz individuell. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich glaube, dass auch eine Form von Musik zum Beispiel irgendwie Stille sein könnte. Also ich glaube, wenn ich entspannt irgendwo sitze und ganz leise Musik höre, kann das irgendwie für mich auch eine Form der Stille sein. Also ich glaube, das muss gar nicht mal so sein, dass keine Hintergrundgeräusche da sind. Fällt mir spontan ein, wenn man so mit mehreren Leuten im Raum sitzt und so ein bisschen die Inhalte ausgehen oder wie auch immer, oder wenn Veranstaltungen stattfinden und eine Rede gehalten werden sollen, dann langsam alle zur Ruhe kommen, dass das tendenziell, glaube ich, von vielen erstmal so als ungewohnt und vielleicht auch ein Stück weit unangenehm empfunden wird, wenn tatsächlich keine Eindrücke mehr von außen da sind. Stille musste ich für mich erstmal kennenlernen, würde ich sagen. Also als Jugendlicher habe ich noch viel irgendwie nebenbei Musik gehört und es war mir eigentlich egal, ob irgendwo was nebenbei lief. Ich habe mir da keine Gedanken drum gemacht. Aber seit ich in Tokio lebe und auch den japanischen Sommer miterlebe, also die ganzen Zikaden, die ganze Zeit schreien und man hat eigentlich nie eine ruhige Minute, und auch in Tokio hört man die ganze Zeit Sirenen und Autos und irgendwelche Durchsagen und die Ampeln piepsen und teilen dir mit, dass du jetzt über die Straße gehen darfst, und die Rolltreppen warnen dich davor, dass es gefährlich ist. Also irgendwann ist man so überflutet von Geräuschen, dass man die Stille wirklich zu schätzen lernt. Und ich glaube, das erste Mal bewusst wahrgenommen habe ich das dann einfach, als ich mal rausgefahren bin aufs Land und einfach plötzlich quasi nichts mehr gehört habe. Es war gerade nicht Sommer. Und das war doch eine sehr große Wohltat. Das heißt, ich weiß es inzwischen sehr zu schätzen. Und außerdem Geräusche ja sehr belastend. Also beispielsweise habe ich mir inzwischen einen Noise Canceller zugelegt, um etwas mehr Stille in dieser Großstadt zu haben. Ich glaube, der allerstillste Moment, den ich je in meinem Leben erlebt habe, war in Nordschweden. Da fiel eine Menge Schnee und überhaupt war alles mit Schnee bedeckt und das hat halt diese Geräusche alle geschluckt. Das heißt, selbst wenn man gelaufen ist, hat es sich ungewöhnlich ruhig angehört, weil irgendwo alles geschluckt wurde. Ich glaube, das war ein sehr schöner Moment. Im Fernsehen gesehen oder einen Artikel gelesen oder sonst was, in dem sie getestet haben, wie ein Mensch wirklich in einem schallisolierten Raum Zeit verbringt, und der hat das nicht lange ausgehalten, weil du echt nur dich und deine Gedanken hast. Stille bedeutet für mich auch wirklich, dass der Kopf aufhört zu denken, dass alles in einem wirklich nicht eine innere Ruhe findet, sondern wirklich wie ausgeschaltet ist. Und in der Stille merkt man, ob man einen Menschen mag oder nicht. Wenn man mit jemandem in der Stille zusammen ist und es fühlt sich angenehm an, dann ist dieser Mensch sympathisch.
Ja. Ja, ich hatte zum Beispiel eine Situation auf Trieschen. Da hatte ich gerade Besuch und die sind wieder gefahren. Also eine Woche hatte ich halt Besuch, eine Person. Und dann bin ich alleine wieder zurück zur Hütte. Und dann habe ich mitbekommen, so, hey, was ist gerade alles los? Also als wenn gerade ganz viel passieren würde. Und das klingt so doof, aber es waren halt meine Gedanken. Ich habe gemerkt, wie viel Sachen ich gerade denke. Und dass es praktisch total laut ist. Und dass es aber die ganze Woche total leise war, weil ich nicht auf mich konzentriert war, sondern auf die Person neben mir. So, dann ist man so nach außen gerichtet. Und ja, und als es dann wieder ganz ruhig war, habe ich mitbekommen, woran ich gerade alles gedacht habe, was ich irgendwie für Ideen hatte oder was ich wollte. Oder auch wieder so zurückschauend auf die letzte Woche, worüber ich mich gefreut habe. Auf jeden Fall war da irgendwie ganz viel, was nicht da war in dem Moment, wo jemand neben mir war. Wenn man da halt auf was anderes hochachtet. Ja. Das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, hopp, was geht jetzt alles ab so? Ja. Gefühl, sagen wir mal, von Stille habe ich damals in der Mojave-Wüste erlebt, in Kalifornien, weil dort eben wirklich keine Menschenseele war, im Grunde nur mein Freund und ich und eben die Natur um uns herum. Man hat den Wind gehört, eigentlich die Natur im Grunde. Und es ist einfach so schön, den Rest der Welt dann im Grunde zu vergessen. Stille, finde ich, merkt man immer nur so in Momenten, wenn man Lautstärke hatte. Also wenn ich in der Grundschule gearbeitet habe und ganz viel Lautstärke um mich herum hatte und so latent schon ein Tinnitus im Ohr hatte, bin ich danach gerne spazieren gegangen. Und wenn man dann halt so Vogelgezwitscher hört, dann merkt man eigentlich so, naja, wie wichtig auch Stille sein kann. Und zwar ist da ja jetzt auch noch ein Geräusch, ein Vogelgezwitscher, aber trotzdem geht es so in die richtige Richtung. Und sowas wird einem auch bewusst, wenn man viel Yoga-Übungen macht. Bikram-Yoga mache ich relativ viel und da ist es wirklich eine ganze Stunde komplett still und niemand redet. Und das ist wirklich sehr gut für den Kopf, um abzuschalten. Der Lethargie und das ist so einfach diese eigene Blase, die man hat und die dann einfach mit allem anderen, was um einen herum ist, irgendwie verschmilzt und dadurch irgendwie nehme ich meine Umgebung zwar wahr, aber irgendwie bin ich auch in dieser Umgebung und aber denke über nichts Großartiges nach und das ist oft so das, was ja, in dem Moment ist es für mich einfach unglaublich still und weil ich nichts denke und nichts wirklich, also sehe schon, aber ich nehme es nicht richtig auf und
Ja, das sind die Momente, die halt in dem Moment eher negativ für mich sind, aber dennoch eine ganz besondere Stille bzw. einen ganz besonderen Stillstand hervorrufen. Stillstand. Beruhigung. Ruhe. Frieden. Aufstehen. Kräfte tanken. Mut fassen. Stille brechen. Ja, Stille und Stillstand. Das ist ein Gefühl für mich. Und zwar habe ich zuerst gedacht, dass es eher ein negatives Gefühl ist. Stille und Stillstand, das klingt so wie etwas, was man nicht haben möchte, was man eher vermeiden möchte. Aber dann habe ich gedacht, Stille und Stillstand, das kann auch ein gutes Gefühl sein. Das kann genau das Gegenteil sein. Und zwar, wenn man etwas beendet hat, etwas geschafft hat, was vorbei ist, wo es erstmal ruhig um einen wird und man die Stille auch genießen kann. Und ja, wenn die eben das Gegenteil der Fall ist, dann möchte man vielleicht gerade was. Dann ist man im Umbruch und braucht irgendwie das Chaos und braucht keine Stille gerade. Es ist irgendwie ein Bedürfnis, Stille haben zu wollen oder Stille zu fühlen. Und das kann sich sehr unterschiedlich anfühlen, denke ich. Also, ja, es ist eben das, wenn man es gerade braucht, Stillstand. Das kann eben einen auch mal weiterbringen. Da
Das kann ein Moment sein, in dem man innehält und überlegt, was tue ich hier eigentlich? Und möchte ich das eigentlich? Ein Zeitpunkt vielleicht für Reflexion oder auch, um auch mal nicht nachzudenken. Mit Stillstand verbinde ich im Grunde Fotografie tatsächlich, weil ich finde, dass man in einem Bild einen einzigen Moment ja festhält, und ich mag das einfach total gerne. Also ich fotografiere ja selbst sehr gerne und halte damit eben Momente fest, Erinnerungen, und ja, das bedeutet das im Grunde auch für mich. Stillstand treibt den Wandel an. Wie die Ruhe vor dem Sturm gibt der Stillstand Zeit, um voranzugehen. Manchmal ist Stillstand nicht unbedingt gewollt, aber vielleicht ist es eine Chance, um eine andere Sichtweise zu bekommen. Stillstand kann schön sein, und man sollte sich Zeit nehmen, ab und an immer mal wieder, und den Stillstand genießen. Das, was am nächsten vielleicht noch drankommt, wären so Geisterstädte, wo irgendwie was passiert ist. Ich glaube, es gab eine Insel mal, sind plötzlich giftige Gase aus dem Vulkan ausgebrochen und alle Leute mussten plötzlich evakuieren und konnten aber auf die Schnelle nicht alles mitnehmen. Das heißt, diese Insel ist in einem Moment des normalen Lebens quasi eingefroren worden und ist zum Stillstand gekommen. Ich glaube, das wäre das, was noch am nächsten für mich an Stillstand rankäme. Als ich über das Wort Stillstand nachgedacht habe, war tatsächlich so die erste, wenn man so möchte, positive Assoziation, die ich mit Stillstand über einen Waffenstillstand, lustigerweise, der mir eingefallen ist. Ein bisschen längerfristig gedacht, würde ich sagen, möchte ich eigentlich nicht stillstehen, sondern möchte mich immer weiterentwickeln, ich möchte Dinge dazulernen, ich möchte neue Menschen kennenlernen, ich möchte was Neues sehen, ich möchte ja auf Umwelteinflüsse reagieren und glaube, dass da Stillstand nicht gut tut. Also ich glaube, dass keiner so anmaßend sein sollte oder anmaßend sein kann, zu sagen, ich bin irgendwie so perfekt und ich weiß so viel und ich habe irgendwie so umfassend alles erreicht und weiß, finde mich in einem Zustand, wo Stillstand sozusagen erstrebenswert wäre. Das kann ich mir zumindest irgendwie zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen. Thank you.
Stillstand ist für mich momentan ein bisschen negativ behaftet durch meinen Bandscheibenvorfall. Mein Leben bestand vorher nur aus Sport. 7 Tage die Woche habe ich mich sportlich betätigt und jetzt ja, geht es gerade gar nicht mehr. Und das ist für mich gerade der Stillstand. Meine Ziele rücken in weite Ferne. Ich habe sie noch, aber ich weiß, es dauert ein bisschen länger, bis ich sie erreiche. Zum Beispiel, da muss ich ganz besonders an Island denken, wo es eben auch möglich ist, sich die Ruhe zu nehmen, wo die Hektik des Alltages ganz weit entfernt ist. Und dementsprechend hat Stille und Ruhe tatsächlich auch viel mit Natur zu tun, definitiv. Weil das einfach der Ort ist, also wo man wirklich noch Stille findet und nicht in der Großstadt natürlich oder auf einer vielbefahrenen Straße oder ja, in irgendwelchen Industriegebieten, was auch immer. Dementsprechend hat es ganz viel mit Natur zu tun. Ich glaube, ich bin aber auch fertig. Was sind das für komische Geräusche? Ah! Wie ist das? Warum ja, immer? Stille. Das hört man auch nur in der Stille, so ein Geräusch. Siehst du? Super.
Fertig? Ja. Gut.